Die Politik behauptet ja, Killerspiele seien böse. Aber wir können beweisen, dass das nicht stimmt. Naja, so, jetzt spiele ich hier mal eine Runde Counter-Strike. Kann man ja zwischendrin gut schon mal machen. Oder hat mich jemand erwischt? Naja, das war jetzt auch echt meine Schuld. Da hätte ich vielleicht ein bisschen besser aufpassen sollen. Starte ich halt nochmal neu. Deswegen präsentieren wir Ihnen nun die Top 10 der Dinge, die schlimmer sind als Killerspiele. Auf Platz 10. Scharfkantige Anleitungen. Au! Sag mal. Ups. Auf Platz 9. Verstaubte Lasermäuse. Los. Auf Platz 8. 5.1 Lautsprecher verkabeln. Auf Platz 7. Systemkomponenten wechseln. Oh Mann, viel zu langsam hier, Mann. Auf Platz 6. Der Speicherkartenslot der PlayStation 3. Wie geht denn da? Ah, jetzt, da sind wir doch. Au! Ah, werde Mistklapper, das kann doch wohl nicht sein, jetzt Herrn. Jetzt reicht's aber nicht, jetzt lass mich los! Auf Platz 5. Die Games Convention. Ja! Auf Platz 4. Fummelige DVD-Boxen. Auf Platz 3. Der Nintendo Wii Controller. Auf Platz 2. Der Erstverkaufstag von World of Warcraft The Burning Crusade im Mediamarkt. Und auf Platz 1 der Dinge, die schlimmer sind als Killerspiele, GameStar-Redakteure, die wo Killerspiele testen tun.